Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wurde wieder was gefragt, muss mich aber vorher nochmal entschuldigen, falls ihr irgendwelche Flugzeuge, Helikopter, Autos oder sonst was irgendwo durchs Bild oder am Bild vorbei sich bewegen, weil ich jetzt ein bisschen in der Nähe der Zivilisation noch bin. Ich hatte einfach nicht genug Zeit, jetzt noch großartig weit in den Wald reinzulaufen. Ich hoffe, das seht ihr mir einigermaßen nach. Und damit geht's auch schon los mit der Frage, wie der Förster denn entscheidet, welchen Baum er wieder aufforstet, nachdem offensichtlich was umgefallen oder umgesägt wurde. Hier unten steht's und damit fangen wir auch schon an. Grundsätzlich ist es so, dass einmal im Jahr zu einem bestimmten Vollmond, mitten in der Nacht, sich alle Förster ganz tief in so einem Steinkreis im Bayerischen Wald treffen. Und an diesem Steinkreis, da steht so ein großer Altar, auf dem liegt der forstliche Würfel. Der forstliche Würfel hat 6 Baumarten, eine auf jeder Seite. Das sind Buche, Eiche, Bergahorn, Fichte, Kiefer und Douglasie. Und dann muss jeder Förster im Beisein seiner Kollegen einmal auf diesem Altar den forstlichen Würfel würfeln. Und je nachdem, welche Baumart dabei rauskommt, die muss er dann das ganze Jahr über pflanzen. Wo genau und wann dieses Ritual stattfindet, darf ich euch natürlich nicht verraten. Das ist geheim. Ist natürlich alles Schwachsinn. Aber es läuft tatsächlich so ab, dass das die 6 Hauptbaumarten waren, die in der Regel so massenmäßig am häufigsten vorkommen bei uns in der Bundesrepublik. Jetzt die Frage, warum denn keine Fichte, sondern Kiefer gepflanzt wird, das liegt dann meistens konkret daran, dass die Böden in der Gegend, wo die Kiefer tatsächlich immer noch und auch wirklich immer noch angepflanzt wird, entweder super nährstoffarm sind oder sehr, sehr trocken, weil das sind beides so Umstände, an die die Kiefer, das ist übrigens Sägemehl, sehr gut angepasst ist und damit halt einfach von allen Waldbäumen am besten zurechtkommt. Also schlicht und ergreifend, man pflanzt meistens einen Baum, dessen ökologische Eigenschaften an den Ort, an dem man sich befindet, ganz gut angepasst sind. Das ist dann in Norddeutschland so ganz grob aktuell, also vom stehenden Holz her, nachdem was jetzt gepflanzt wird. Heutzutage pflanzt man jetzt wieder mehr Laubbäume und guckt, dass man von den Nadelholzreinbeständen wegkommt. Aber was noch da steht, ist tatsächlich so in der Nordhälfte ganz grob überwiegend die Kiefer und in der Südhälfte von Deutschland überwiegend die Fichte. Das liegt halt wirklich einfach an der Beschaffenheit der Böden. Sind die Böden besonders gut und besonders nährstoffreich, dann nimmt man in der Regel, also vergleichsweise, ne? Man muss auch noch dazu sagen, ein Waldboden ist in der Regel nie so nährstoffreich wie ein Acker, weil ein Acker ist ein Acker, weil er eben nährstoffreich ist. Wäre der Waldboden so nährstoffreich wie ein Acker, wäre es kein Wald, sondern ein Acker, schlicht und ergreifend. Naja, aber wie auch immer, innerhalb dieser Waldböden, die ja per se jetzt erstmal nicht so gut sind vom Nährstoffgehalt her, sind dann nochmal die ganz, ganz schlechten, diejenigen, auf die die Kiefer kommt, und die tendenziell eher guten sind die, auf die tendenziell die Fichte kommt. Kann ich irgendwann nochmal ganz ausführlich erklären, werde ich auch machen, ob ihr wollt oder nicht. Aber das ist schon mal im Prinzip jetzt so das Vorgehen der letzten, na, sagen wir mal, vor 50 Jahren hat man es noch mehr oder weniger so gemacht. Sagen wir 100 bis 50 Jahre. Seit 100 Jahren gibt es so die ersten innovativen Förster, die der Meinung sind, dass sie mal was anderes als Fichte oder Kiefer pflanzen sollten. Und seit 50 Jahren ist das eigentlich in der forstlichen Forschung und in der forstlichen Praxis, wenn man sie dann gerade frisch lernt, so ein bisschen Usus, dass man auch mal was anderes pflanzen sollte als Fichte oder Kiefer. Ja, klar, Fichte hat natürlich den großen Vorteil gegenüber der Kiefer, dass man sich daraus Fichtennadeltee machen kann, das ist schon richtig. Der schmeckt auch wirklich gut. Und ja, Kiefer gibt dafür das bessere Brennholz. Und Kienspan. Kienspan ist ja auch schön zum Feuerchen anzünden. Dazu gibt es auch eine Reihe tolle Videos. Das müsst ihr einfach mal Kienspan in der Suche eingeben, dann findet ihr die schon. Grundsätzlich ist es mal davon abgesehen, dass eben jede Baumart bestimmte Ansprüche an den Boden hat und bei den gegebenen Bedingungen eben unterschiedlich gut wachsen kann, ist es dann natürlich noch so, dass die Dinge auch unterschiedlich schnell wachsen und unterschiedlich brauchbares Holz geben. Eine Pappel beispielsweise, die wächst unglaublich schnell, aber aus dem Holz kann man bestenfalls noch Streichhölzer, Papier oder eben Brennholz machen. Brennholz in Form dann von Hackschnitzeln. Eine Eiche wächst unglaublich langsam, hat dann aber ein super tolles, wertvolles Holz, aus dem man so ziemlich jedes Möbelstück überhaupt herstellen kann. Treppen
Treppen sollen ja auch stabil sein. Eiche ist so ein typisches Holz, um irgendwelche schönen Holztreppen innerhalb von Gebäuden zu bauen, aber wächst halt unglaublich langsam. Da muss man dann immer abwägen. Entweder hat man ein wertvolles Holz, das man zu viel Geld verkaufen kann, in 200 Jahren dastehen, oder man hat halt ein billiges Holz, das man vergleichsweise für meinetwegen 60 Euro den Festmeter verkaufen kann, wenn es gut läuft. Bei so billigen Hölzern sind das dann auch schon mal nur 40 Euro der Festmeter. Ein Festmeter ist ein Kubikmeter, also ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Darin rechnen wir Förster. Und da muss man halt einfach gucken, was einem mehr Geld bringt. Also man rechnet das quasi in Geldzuwachs pro Jahr um, sozusagen. Und wenn das halt eben 200 Jahre lang, sagen wir mal, so ein Kubikmeter Eiche bringt einem dann, weil es eine tolle Eiche ist, keine Ahnung, 1000 Euro. Und wenn man jetzt eben guckt, dass die aber dann halt eben, wenn es doof läuft, 200 Jahre im Wald steht, dann hat man pro Jahr nicht so viel verdient. Während man dann hingegen dann unter Umständen mit so einer Pappel, die einem, wenn es ganz toll läuft, nach 15 Jahren schon groß genug ist, dass man so umsägen kann und zumindest Hackschnitzel draus machen, dann vielleicht meinetwegen nur 20 Euro pro Schüttraummeter. Hackschnitzel kann man ja schlecht als Kubikmeter, weil die sind ja zu locker. Die rechnet man dann tatsächlich als lockeren Haufen und davon einen Kubikmeter. So ein Schüttraummeter, der ist nicht viel wert. Also wenn du dafür dann noch 30 Euro kriegst, dann ist schon irgendwas ganz unglaublich super toll gelaufen. So ganz, ganz grobe Zahlen. Ich habe die genauen jetzt nicht im Kopf. Und daraus ergibt sich dann halt einfach so ein bisschen die Baumartenwahl. Was will man machen? Was kann hier überhaupt wachsen? Was sind die von der Natur vorgegebenen Möglichkeiten, was ich überhaupt pflanzen kann? Und dann, was für eine Strategie habe ich, um jetzt mit meinen Bäumchen entsprechend Geld zu verdienen? Die Fichte und die Kiefer sind da halt in diesem Bereich eben ein super toller Kompromiss, weil die beide vergleichsweise schnell wachsen, ein universell einsetzbares, recht wertvolles Holz liefern. Und damit ist halt eben diese Gleichung gewachsenes, wertvolles Holz pro Jahr bei den beiden Baumarten bisher eigentlich immer am optimalsten gewesen. Jetzt gibt es neuerdings viele Gründe, die gegen Kiefer oder Fichte sprechen, nämlich, dass die halt eben in den häufiger werdenden Stürmen durch Klimawandel große Probleme bekommen. Bei der Fichte kommt noch dazu, dass die immer trockeneren, längeren und häufigeren Trockenperioden dazu führen, dass sie a. ein bisschen wenig Wasser hat und b. dadurch, dass sie wenig Wasser hat, sie gerne Opfer vom berühmten Borkenkäfer wird, von dem habt ihr bestimmt auch schon mal was gehört, weil die Fichte braucht schlicht und ergreifend Wasser, um Harz zu produzieren, und Harz ist, abgesehen davon, dass es gut brennt, einfach der Abwehrmechanismus einer Fichte, um gegen den Borkenkäfer vorzugehen. Wenn der sich da reinbohrt und der Fichte geht es noch gut, dann harzt sie den Käfer zu und der Käfer ist futsch. Geht sie aber nicht gut, kann sie irgendwann nicht mehr alle Käfer, die sich da reinbohren, zuharzen. Dann ist sie halt dann selber Käferfutter, sozusagen. Das sind so ein bisschen die Probleme. Davon abgesehen ist die Fichte ja auch ein bisschen anfällig gegen Windwurf, weil sie kein sehr stabiles Wurzelsystem ausbildet, insbesondere nicht auf Standorten, auf denen sie eigentlich nicht hingehört. Da kann man sie zwar pflanzen, aber eigentlich gehört sie da nicht hin und ist dann so von der ökologischen Ambivalenz her eher eine schlechte Baumartenwahl, weil halt da nicht an den Standort angepasst. Schlecht bis mittelmäßig gut. Also ich will jetzt die Fichte nicht verteufeln. Das gleiche gilt für die Kiefer. Ist halt dann wieder vom Ertrag her, bringt die nochmal deutlich weniger Geld als eine Fichte. Die ist aber immer noch, also auch jetzt bei Klimawandel, kann man weiterhin überall im Prinzip Kiefer anpflanzen, weil die gegen so ziemlich alles resistent ist. Also die Kiefer hat kaum irgendwelche Probleme, dass irgendwas die Kiefer jetzt kaputt machen würde, aber sie ist halt eben vom Geld her jetzt nicht die beste Alternative. Gibt es noch diverse andere Baumarten, die man stattdessen pflanzen kann. Was man auch ganz viel macht, ist jetzt halt eben mehr Laubbäume pflanzen. Auch allein schon, um die biologische Vielfalt im Wald zu erhöhen. Das hat auch noch einen ganzen Haufen andere Vorteile. Aber wenn ich das innerhalb einer Fragestunde erkläre, dann sitzen wir noch morgen hier. Das werde ich mal in vielen, vielen anderen Videos dann irgendwann. Das ist wirklich gehobene Forstwissenschaft, die Baumartenwahl. Das kann man nicht so schnell mal einfach runterleiern. Aber so im Wesentlichen sind das so die Faktoren. Was geht überhaupt vom Boden her? Und was baue ich jetzt an, damit ich auch vernünftig Geld verdiene? Jawohl. Also das sind so die Faktoren, die zur Baumartenwahl nötig sind. Das und der magische Würfel da im Steinkreis im Bayerischen Wald.
Ich hoffe, das langt auch schon an dieser Stelle. Sonst, wenn ihr dafür noch irgendwelche Details wissen wollt, bevor ich die mal irgendwann in irgendeinem Video erkläre, dann einfach in diese Richtung noch mal ein bisschen detaillierter nachfragen. Warum steht bei mir jetzt viel Hainbuche oder irgendwie sowas? In dem Fall wäre es dann noch hilfreich zu wissen, wo bei euch überhaupt ist, weil sonst kann ich damit nicht so viel anfangen. Also so ganz grob, da reicht dann Spessart-Odenwald oder, keine Ahnung, Oberfranken oder was weiß ich. Also euren Ort will ich nicht wissen, keine Sorge. Jo, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.